Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu zwei kurzen Runden nicht Hand Showdown, sondern Escape from Tarkov mit Micha, mit dem ich nämlich sonst immer Hand Showdown zusammen zocke. Diesmal haben wir uns zu zweit auf gefährliches Terrain in Escape from Tarkov gewagt. Was dabei rausgekommen ist, war nichts Gutes, so viel kann ich verraten. Aber zieht es euch am besten selber rein. Viel Spaß damit und bis dahin, tschüssi. Wo bist du gespawnt? Bei mir lädt's gerade nur. Mach sowas nicht. Ich hocke hier völlig am Hotspot offen. Geh erstmal ins Gebüsch. So, jetzt bin ich da. Wo bist du? Bei ein paar Gewächshäusern. Okay, ich komm mal rein. Direkt am Zaun. Ah, nee, ich sehe dich nicht. Siehst du noch irgendwas anderes? Ah, stehst du dort? Ja. Läufst du? Ja. Okay, bin hier. Ah, ja. Ich hab eine Schrotflinte. Okay. Ah, was für eine? MP133? Nee, 53. Ah, okay. Die Dinger schießen auch relativ weit, davon ist ein Scav, aber den brauchen wir nicht erschießen. Warum? Weil uns nicht... Schießt du? Nee. Hat jemand auf uns geschossen? Nee. Nee, auf den eher. Meinst du? Weil der ist auf einmal da, die von der Tarantel gestochen ist. So, kommen wir drüber hier. In die Hütte, da drinnen knallen wir ihn ab. Bin neben gerade auch extra über das Blech gesprungen. Hier vorne ist einer. Ist Gav? Ja. Der kommt jetzt hinter dir ins Haus rein. Dich erschossen. Was? Bist du tot? Ja, lebst du noch? Ja. Hab ich dich erschossen, sag mal? Ja. Ja, du hast gesagt, da kommt hinter dir ins Haus rein und dann bist du gekommen, Alter. Das warst du. Der stand schon neben dir. Nein, du hast gesagt, der kommt rein. Neben mir. Ich dachte, deswegen warst du das, der neben mir stand. Aber nee, du bist da reingekommen, der. Du bist nach ihm rein. Ja. Alter, Mann. Oh, Scheiße. Was jetzt? Mich? Hast du zwei erschossen? Ja. Okay. Scheiße. So viel zum Thema einer, zwei. Jetzt habe ich drei erschossen. Ich mache ja klar Schiff. Wir haben noch einer oder was? Einer war ja schon im Haus drin. Ach so. Von diesen Armleuchtern. Aber du warst. Also der Typ, der an mir vorbei ist und dann da reingegangen ist, der. Ich sehe ihn so, wie er dich anguckt und seine Chips erstmal isst. Ja. Ich dachte, sonst warst du. Oh. Nee. Und du sagst, gleich kommt einer nach dir noch rein, Alter. Das warst du. Und ich knall ihn ab. Da hast du es gar nicht mitbekommen, dass der schon längst drinne war. Na, ich habe schon einen gesehen, aber ich dachte halt, das warst du. Und weil du ja dann gesagt hast, nach dir kommt noch einer rein. Oh, nee. Scheiße. Oh. Dann wird man einfach über den Haufen. Vor allen Dingen, du sagst nichts, ich bin tot oder so. Ich habe mich dann bloß gewundert, dass da ein zweiter und der eine sah aus wie du. Ich habe dann nur in dem Moment gedacht, ah, okay. Matze hat nicht geschossen, der Typ hat anscheinend als erstes geschossen. Nee, Matze hat dich über den Haufen geschossen, eiskalt. Oh, fuck. So ein Mist, wo muss ich überhaupt raus? Oder wir können schnell rüberrennen in die andere Halle, komm mit. So, hier verstecken und leise sein. Ich glaube, da hinten steht eine Kiste in der Ecke links. Oder rechts neben der Tür. Da kannst du mal reingucken. Und jetzt
nicht die, wo du gerade dran bist. Naja, macht ja keinen Sinn, wenn ich sage, so als reingucke und ich nehme das Zeug weg. Ey, nicht übers Metall, Alter, bist du das wahnsinns fette Beute. Bedeutet das eigentlich, wenn hinter einem Exit-Punkt noch Fragezeichen stehen, der ist erst ab einer gewissen Uhrzeit offen, oder wie? Nee, es kann sein, dass der offen ist. Ach so. Muss aber nicht. Oh. Okay, das tut. Nachbargebäude, gell? Ja, ruhig. Psst. Also ich war auch noch nie hier oben drin. Ist halt auch extrem laut wegen dem Metall, gell? Ja. Aber du levelst ja hier alles eigentlich schleichen und so. Oh, Alter, schön. Man sieht dich kaum da an der Wand. Oh. Und ich hört man fast gar nicht. Hm, weil das alles gelevelt ist. Sag's mir ungefähr, wie du gehst, und dann komme ich hinterher. Ja, komm mit. So, hier ist ZB1011. Der Ausgang, da musst du das Eisengitter aufmachen. So, er schleicht raus. Da ist dieser Bunkereingang da unten. So, wir müssen jetzt weiter Richtung Tankstelle. Auch ein Hotspot. Aber du brauchst ja Skeffs, sagst du. Also, ja. Komm mit, sprach Pickel die zu Frederik. So, wir müssen jetzt hier am Stacheldraht durchquetschen. Da wirst du dich leicht verletzen, aber nur minimal. Von links kamen auch noch Schüsse. Okay, dann gehen wir hier lang. Richtig heftig ab. Ja. Ich gucke mal hier hoch, ob ich. Schießt du? Nee. Der ist direkt vor uns hier, auf der anderen Seite. Warte, ich kletter mal hoch. Oh, da hinten lief einer Richtung Tankstelle. Hast du dich bewegt? Ja, ich bin gerade aufgestanden. Oh, da hat ein Gewehr geklappert, der hat da nicht, oder? Doch. Okay. Schon wieder? Ja. Das war ein Skeff. Ich habe ihn genietet. Sauber. Ach so. Gut, ich hab's so mitgenommen. Ich baue nachher ein bisschen was ab. Das kannst du bei dir in den Rucksack tun. Okay. Du kannst auch die Waffen auseinanderbauen. Ey, springst du, du Idiot? So, komm mit. Hier in die Hütte rennen. Okay. So, du gehst da auf die andere Seite. Da ist gut. Oh, das ist aber ziemlich, ne? Ja. Oh, wir müssen. Da kribbelt sie mir schon ein bisschen in den Finger. Mal gucken. Ja, ja. Der ist doch direkt hier vorne. Ja, es ist noch ein Stück hin, aber es ist. Echt? So weit ist es nicht, aber wir wissen nicht, wo er sitzt. Er kann oben auf dem Berg sitzen und uns sehen, wenn wir hinlaufen. Okay. Er kann aber auch irgendwo im Gebüsch sitzen vor der Tankstelle. Für mich hat sich das jetzt angehört, so 20, maximal 30 Meter von uns entfernt. Es kann sein, dass er hier vorbeikommt. Hoffen wir es mal. Ich habe es mit der schießwütigen Noob zu tun, der nicht weiß, ob er sich einlässt. Ich muss ja die Skeps machen.
ist jetzt hinter uns. Scheiße. Mist. Der ist genau links von mir, ja? Mhm. Was, komm raus. Oh, fuck. Bleib drin, Alter. Bleib drin. Pass auf, du wirst gleich Besuch kriegen. Die wollen mich bestimmt looten. Da vorne hat schon einer gehockt am anderen Eingang. Echt? Mhm. Hä? Hey. Mich ein scheiß Gaff über den Haufen geschossen? Oder hat der, heißt da bloß ein Bescheuer? Nein! Ich konnte da nicht hochgucken. Scheiße. Haben sie dich über den Haufen geschossen? Ja, ich hab mich hingelegt.